Hallo ihr Lieben! Viele bei Instagram haben ja schon mitbekommen, weil da sage ich dann immer, wenn ich sowas sehe oder was höre, gebe ich es ja immer gleich Bescheid, damit ihr euch auch Schnäppchen holen könnt. Also es lohnt sich wirklich, wenn du mir bei Instagram folgst, weil wenn irgendwo Schnäppchen sind und die Lisa mal wieder was zum Zuschnappen hat, ne? Jetzt wisst ihr auch, wo mein Name herkommt, dann kriegt ihr auf Instagram sofort Bescheid, weil auf YouTube bin ich ein bisschen langsamer. Da bekommt ihr da zwar den Haul und alles ausführlicher, aber es kommt ein bisschen später und wenn du halt auf Instagram bist, dann bist du top aktuell informiert und kannst dir auch Schnäppchen holen. Ja, das alles habe ich beim Teddy gekauft. Alles für 10 Cent und das zeige ich euch jetzt mal. So, ihr Lieben, wir fangen an. Ich habe es mir wieder bequem gemacht, genauso bequem wie beim Depot-Haul, da habe ich ja auch mega Ausbeute gemacht, ein mega Schnäppchen und das war auch mega viel. Und ich glaube immer, wenn es mega, mega viel und mega, mega, mega krasse Schnäppchen waren, dann muss ich einfach mich auf den Boden hier setzen, weil es einfach so viel ist. Ich habe keinen Platz auf meiner Küchenarmatur, genau. Deswegen sitze ich jetzt hier am Boden. Ich hoffe, das passt hier alles. Und wir legen gleich mal los. Ich werde euch wieder den, glaube ich, den Originalpreis sagen. Und alles, was ich euch jetzt zeige, alles hat nur 10 Cent gekostet beim Teddy. Ich versuche das Video heute noch online zu bekommen, aber ich weiß eben nicht, ob ich das schaffe. Aber auf Instagram, wenn du mir auf Instagram folgst, da habe ich schon bekannt gegeben, dass es 10 Cent Schnäppchen bei Teddy gibt, in allen Teddys. Also ich habe da mit mehreren Schnäppchenjägerinnen Kontakt und es wird in jedem Teddy gerade auf 10 Cent runter reduziert. Osterware, aber auch andere Sachen. Nicht nur Oster, aber Oster ist das Hauptding, weil die halt noch so viel haben, weil das Ostergeschäft war ja zu und die haben ja mega viel übrig und mega schöne Sachen sind teilweise auch dabei. Und deswegen so viel Osterzeug. Also lauft jetzt in euren Teddy sofort und macht tolle Schnäppchen. Ich hoffe, ich kann den einen oder den anderen auch wieder, dass er auch ein paar Schnäppchen hat. Also ihr wisst, das ist meine Leidenschaft, mein Hobby und ich freue mich halt immer über Schnäppchen. Ja, wir fangen jetzt an, weil sonst wird es nichts mehr. Ja, da habe ich einmal Geschenkpapier mitgenommen, mehrere Rollen. Ich finde, es sehr neutral gehalten, das sind nur so Häschen drauf. Ich habe ganz viel Weihnachtsgeschenkpapier, aber so mit nur Häschen drauf finde ich irgendwie besser. Eben hätte vorher 55 Cent gekostet und jetzt nur noch 10 Cent. Das hier auch, also habe ich ein paar Rollen mehr mitgenommen. Machen wir mal das Geschenkpapier hier gleich, weil dann muss ich nicht, ich verpacke eigentlich alles immer in Weihnachtspapier, die kennen mich schon alle, aber die freuen sich bestimmt auch mal, wenn ich ein Geburtstagsgeschenk bringe, wo nicht im Weihnachtspapier eingepackt ist. Weil bei Weihnachtspapier gab es ja die letzten Jahre immer wieder, dass Geschenkpapier auf 10 Cent reduziert ist. Das kann ich euch auch absolut nur empfehlen, Geschenkpapier nie regulär zu kaufen. Es ist ein Wegwerfprodukt und dafür zu viel auszugeben, ist einfach nicht so toll. Dann machen wir mal weiter. Übrigens war ich in zwei Teddys. Ich war erst in einem, da habe ich mega, mega viel gefunden. Und in dem anderen gab es komplett andere Sachen wieder. Also das fand ich auch voll cool. Also ich habe mich einfach gefreut. Ich habe mich einfach gefreut, Leute. Ja, da habe ich einmal so einen Block mitgenommen. Ich habe erst gedacht, da gab es noch ganz viele von solchen Blöcken. Aber dann habe ich mir gedacht, was machst du eigentlich mit so einem Block? Das ist so ein Designblatt mit 24 Blättern. Und dann ist halt, keine Ahnung, da sind solche Motive drauf. Also ich gucke ja viele Schnäppchenjäger an, die das immer auch oft zum Regulärpreis kaufen und sich dann immer freuen, wenn sie den oder den Block bekommen haben. Weiß ich nicht, selbst wenn das die Kinder kriegen, weiß ich auch nicht wirklich, wie sie damit basteln können. Aber bestimmt einer von euch kann es mir sagen und der kann es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich riesig freuen. Ich weiß gar nicht, wie ich weitermachen soll. Wir nehmen jetzt erstmal eine Tüte und ich lege das dann immer alles da vorne hin. Und dann fangen wir an. Dann haben wir hier Perücken. Die hätten, achso, das habe ich euch gar nicht, der Block, ich wollte das euch ja mal sagen, der Block hätte 4 Euro gekostet. Okay, 4 Euro und ich habe 10 Cent dafür gezahlt. Die Perücke hätte gekostet, normal steht das doch immer bei Teddy überall dran, da nicht. Da kann ich es euch leider nicht sagen, war mal auf 2 Euro, keine Ahnung, was die vorher gekostet hat, aber auch einmal lang, einmal kurz. 10 Cent muss ich jetzt aber nicht immer dazu sagen, hoffe ich doch, oder? Dann habe ich einmal dieses schöne, da werden sich die Mädels freuen und ich hoffe nicht streiten, weil da gab es nur noch eins, aber ich habe nochmal so was ähnliches gefunden. Einhorn-Haarreif hätte nur mal 4 Euro gekostet. Dann habe ich, was ist irgendwie so, ich glaube, das ist Straßenmalkreide. Also, keine Ahnung. Hätte vorher 2 Euro gekostet und ja, das ist ja 10. Da habe ich auch mehrere mitgenommen. Straßenmalkreide geht immer und kann man bei Kindern immer zu Hause haben. Das ärgert mich, dass da jetzt kein Preis vorher drin steht. Ach da, mein Gott, ich bin ein blindes Huhn. Die Perücke hätte 5 Euro gekostet.
und dann noch, also habe ich zwei lange und eine kurze. Ach, für Fasching. Ist doch voll cool, oder? Und also für 10 Cent, ich konnte nicht vorbeilaufen. Ihr wisst, ich habe so ein Syndrom, Schnäppchen, das ist meine Leidenschaft, das ist mein Gebiet und ich verfalle dann in so einen Trance. Gerade jetzt hat mir das voll gut getan, weil ganz viele von euch wissen ja, was wir gerade hier durchmachen, mit zwei Autos kaputt, Haus kaputt, alles kaputt. Aber Leute, heute habe ich einen der beste Tag überhaupt, einfach nur, weil ich so viele Schnäppchen gemacht habe, ja. Und die Kommentare, ja, für was brauchst du das Ganze? Könnt ihr euch sparen. Ich brauch's und ich verschenke gerne Sachen. Und irgendwie kriegt man jedes an den Mann. Und ich, gerade die Ostersachen, die Osterdeko hatte ich zum Beispiel noch gar nicht. Die lagere ich oben im Dachboden. Und ich kann es auf jeden Fall gebrauchen. Ich rede schon wieder viel zu viel. Es wird ein heftiger Video. Heftiges Video. 3 Euro für solche Handschuhe. Hätten regulierten, nein, 10 Cent, ne? Also, keine Ahnung, fand ich irgendwie süß. Haben bestimmt die Mädels schon Spaß. Dann ganz viele Bastel-Utensilien waren auch im Angebot. Also sind solche Glitzerperlen. Die hätten vorher regulär 1,50 gekostet. Ja, in so kleinen Döschen sind die jeweils. Fand ich auch so süß. Da habe ich echt mehrere Formate mitgenommen. Also fand ich echt mega. Mehrere. Können sie basteln mit Kleber und dann können sie... Die basteln halt so gerne. Ich habe jetzt eh schon vor, so eine richtig große Bastelkiste zu machen. Die stelle ich in den Keller und wenn die dann wieder basteln anfangen, dann dürfen sie sich jedes Mal in der Kiste was aussuchen. Und dann macht das Basteln doch gleich mehr Spaß. Und so süße Schäfchen. Hätte regulär 1,50 Euro gekostet. Das sieht so süß aus. Keine Ahnung, da kann man, ach so, so man, Masken zum Ausmalen hätte regulär 2 Euro gekostet. Ja, das kommt jetzt alles in die Bastelkiste, alles was zum Basteln ist, kommt in die Bastelkiste und so ein Osterschriftzug, also sowas hatte ich auch nicht, von Xmas, also Merry Christmas und sowas habe ich ja ganz viel. Wisst ihr ja auch von meinem alten Häus, also wenn du mehr solche Schnäppchenhäus anschauen möchtest, schau mal durch die Playlist, also ich glaube in der Playlist, ich habe sogar so ein Schnäppchen-Ding, da habe ich meine ganzen Schnäppchen seit 2 Jahren drauf, ja. Meine Mega-Schnäppchen. Ja, genau. Nochmal solche Puschelteile hätten regulär, ich habe es schon wieder vergessen, 3 Euro gekostet. 3 Euro? Die ist ja niemals gekauft. Ganz viele Sachen hätte ich niemals gekauft. Packen Müllbeutel hätte regulär 1 Euro gekostet. Ach, Müllbeutel brauchen wir immer, habe ich mir gedacht, kann ich auch noch mitnehmen. So eine Mütze hätte regulär 3 Euro gekostet. Sieht die aus? Ist doch süß, so eine Mütze. Ich finde, die steht mir auch noch. Dann solche Ohrenpuscherl, weil meine Tochter hasst Mützen und Stirnbänder, da mag sie auch nicht so. Also solche Ohrenpuscherl. Achso, und dann haben wir es gleich das nächste. Also, was hätte denn diese Ohrenpuscherl regulär gekostet? 1 Euro. Die Mütze habe ich schon gesagt, 3 Euro. Gell? Dann habe ich noch so verkleiden, lieben die Mädels ja auch. Was ist denn das eigentlich? Was ist das? Teufel. Ja, also ich kann nächstes Jahr als Teufel gehen oder ich kann es mir gleich anlassen, weil ich bin ja ein Teufel. Ich wollte nicht wissen, ich habe gerade meinem Mann gesagt, weil der wollte los. Wir haben momentan ja auch nur ein Auto. Ein kaputtes Auto, aber ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, der muss das Dach hier oben reparieren. Ich sagte, wann kommst du, wann kommst du? Ich bin extra früher aufgestanden von der Nachtschicht. Und ich so, ja, ich komme, ich muss mich beeilen. Schnäppchen, 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 ja, ich komme, ich komme. Also hätten wir wahrscheinlich 2 Autos, wenn ich noch in 10 Teddys gefahren. Nicht Spaß, ich habe echt genug Sachen. Und das Krasse ist, ich habe ja mega viele Sachen eingepackt, aber es war auch noch mega, mega viel da. Also es ist für jeden, für euch noch was da, obwohl ich, es sah aus, als ob ich den Laden leer geräumt habe. Also, ja. Dann gibt es da so Notizblöckchen. Da gibt es die so, oder die gab es da halt so. Hätten regulär 3 Euro gekostet. Da habe ich dann auch gleich mal ein paar mehr mitgenommen. Erstens, ich mag das ganz gerne. Ich muss mir sowieso... So sieht das übrigens aus, ohne dieses Ding da. Ich muss momentan sowieso mir alles aufschreiben und ja, wenn irgendwas ist und wenn ihr wieder sagt, hey, geh, wie zum Beispiel, ihr wünscht euch ja alle in Edeka-Hall, ich notiere mir das alles, aber immer auf irgendwelche Zetteln, die fliegen dann immer so rum und so kann ich mir das in sein Büchle schreiben. Also eure Videowünsche schreibe ich schon alle auf. Edeka-Hall werde ich irgendwann mal bestimmt machen, wenn ich irgendwie einen schönen Edeka in der Nähe, also wenn ich irgendwo bin und der zufällig da ist, dann mache ich auf jeden Fall für euch einen Edeka-Haul. Also ich notiere eure Sachen und ich lese eure Kommentare schon immer durch, ne? Achso, und wenn du neu auf meinem Kanal zugeschaltet hast, dann kannst du jetzt gerne hier unten, rechts glaube ich, einmal auf Abonnier-Button klicken und mich doch gerne abonnieren. So verpasst du keine Videos mehr von mir. Am besten noch auf die Klingel drücken und dann kriegst du immer die Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online ist. Und über einen Daumen nach oben, wenn euch solche Hauls gefallen, natürlich auch. Freue ich mich immer, das ist mein Feedback. Weil wenn ihr sagt, nee, Lisa, das interessiert mich nicht, dann bräuchte ich die Hauls nicht machen. Ja, dann haben wir hier einmal,
was ist denn das? Ergänzungsmittel für Vögel, also so ein Vogelding. Ach, hab ich mir gedacht, für die Vögel. Normal hätte das 3 Euro, irgendwelche Vitamine für die Vögel. Dachte ich mir, ach süß, häng mal am Baum. Ha, kommen mal vielleicht ein paar Vögel mehr. Wir haben eh so viele Vögel. Dachte mir, für die Vögel können wir ja auch mal was mitnehmen. Dann voll süß, solche großen Behälter, da sind ein Hasen drauf und Eier und Blumen. Aber ich finde, das sieht jetzt nicht so wirklich osterhaft aus. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann so richtig. Ich finde auf jeden Fall nicht, dass es so richtig Oster-Oster ist. Hätten regulär 2 Euro gekostet. Und ich dachte mir, dann kann man das oben in die Kinderzimmer stellen, in die Fächer. Und dann könnt ihr halt, die haben doch so viele kleine Figuren und sowas, könnt ihr das da reinräumen. Also zum Verstauen, habe ich mir jetzt gedacht. Und dann ist da noch so eine kleine. Ich sag, da konnte ich irgendwie nicht dran vorbeilaufen. Also Körbe haben wir ja eigentlich genug und so. Aber ich fand die irgendwie so süß, die 2, dass ich die mitnehmen musste. Die sind doch süß. Und vor allem, weil die so lang sind mit den Dingen. Ja, hätten regulär 1,50 Euro gekostet. Achso, und die kleine Dose hätte regulär 1,50 Euro gekostet. So. Dann waren auch ganz viele so Laternenzug-Dinger runtergesetzt. Regulär kosten die 2 Euro. Und davon habe ich auch ein paar Stück mitgenommen, ja. Weil, sogar einmal ohne Folie. Aber das sind ja keine Batterien drin. Aber das ist sogar mit so einem LED-Lichtstab. Und die gehen irgendwie eh jedes Jahr bei uns kaputt. Und meine Kinder laufen ja noch länger Laternen. Deswegen kann ich die auch gut bunkern. Vor allem sortiere ich das ja auch immer alles. Wie gesagt, wir haben ein Haus und wir haben viel Platz. Und deswegen kaufe ich auch gern auf Vorrat. Also jetzt reicht es dann mit dem Marienkäfer-Ding. Aber da habe ich euch gar nicht gesagt, wie viel das vorher gekostet hat. 2 Euro. Marienkäfer, eigentlich ist ein Teufel, ja. Und hier auch nochmal 2 Stangen, aber ich glaube, die waren billiger. Ja, die hätte jetzt nur 1 Euro, die haben jetzt nicht diesen LED-Stern, aber für 10 Cent, ich kann da nicht vorbeilaufen. Ich bin da so, ich muss da einfach einkaufen. Dann haben wir so ein Bastelset für Ostereier, da sind halt solche Plastikeier dabei mit Aufklebern, mit Farbe und mit Pinsel. Hätte regulär 2 Euro gekostet, also musste natürlich mit. Und natürlich habe ich 2 Mädels. Und da muss man das immer bedenken, dass man 2 Kinder hat, wenn man 2 Kinder hat. Weil ihr wisst, Streitgefahr, habe ich das natürlich 2-mal mitgenommen. Da können wir richtig schön basteln. Ich freue mich jetzt richtig auf Ostern nächstes Jahr. Weil ich hatte wirklich nie Ostereier und so Deko und so für Ostern. Aber seht ihr jetzt da gleich noch, was da noch alles kommt an Deko. Und ja, mega. Dann einfach so weiße Plastikeier. Die können wir ja dann auch schick bemalen und vielleicht auch draußen aufhängen. Oder in der Wohnung aufhängen. Da können wir richtig kreativ uns austoben. Achso, diese Eier hätten gekostet, was haben die gekostet? 1 Euro. Also die weißen Eier hätten 1 Euro gekostet. Dann haben wir hier so ein ganzes Set. Das hätte eigentlich regulär, also ganz viele Plastikeier mit Bändel auch immer. Entweder man malt sie an oder man lässt sie so. Hätte regulär 5 Euro gekostet. Davon habe ich gleich 3 Pakete mitgenommen. Ja, vielleicht will Oma und Opa noch eins oder die Mama will eins und ach, oder die Freunde wollen eins oder irgendjemand, der den Haul jetzt gesehen hat und sagt, hey, gib mir mal so ein Ding rüber. Ich weiß nicht, ich freue mich, ich habe auch schon manchmal, wenn ich Freunde einlade, schicke ich die immer hoch zum Dachboden und sage, du kannst gerne mal durchkruscheln, wenn dir irgendwas gefällt, hol es raus. Ja, ich weiß nicht, und die freuen sich und ich freue mich bei der Schnäppchenjagd und freue mich dann, was zu verschenken. Versteht ihr das, wie ich meine? Und ja, was haben wir da? Das ist auch voll süß. Das ist so ein... Ja, so ein Ständer halt. Hätte regulär 3 Euro gekostet. Also auch für Ostern. Bisschen Deko. Oh. Dann haben wir hier einen Löwen. Ich glaube, das ist so ein Kostüm für Erwachsene. Was das mal regulär gekostet hat, kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil da sind einfach nur Pappball drauf. Aber gar kein Originalpreis mehr. Aber ich denke, war bestimmt nicht günstig. So kann ich jetzt zum Beispiel mein Mann als Löwe gehen. Ich kann als Katze gehen und er als Löwe an Fasching. Weil ein Katzenkostüm habe ich schon. Und mein armer Mann hat überhaupt gar kein Faschingskostüm. Jetzt hat er einen Löwen. Kann er gleich später mal anprobieren. Der hat mir die Augen verdreht, weil er mich gesehen hat. Und gesagt, was willst du damit alles? Oh Gott, irgendwann ist der Dachboden voll. Ich so, Quatsch. Also von meinen Weihnachtsdeko-Sachen und vom Depot-Hol ist der Dachboden auch nicht voll. Ich verteile das schon und ich benutze das auch alles. Und wir leben ja noch länger. Und sowas wie Bastelsachen und so, Kreide, geht halt immer bei Kindern. Aber mein Mann ist halt einfach das komplette Gegenteil wie ich und deswegen kann er das einfach nicht nachvollziehen. So, dann haben wir hier, was ist denn das? Lernstempel, hätte regulär 2 Euro gekostet und wie gesagt nur 10 Cent.
so eine Glitzer, was ist das? Glitzerklebeband. Was hätte das regulär gekostet? 1,50 Euro. Ja, ein bisschen Glitzerband. Viele Bastelsachen halt einfach. Nochmal so Lernwürfel. Weiter so, gut so, super, toll. Ah, kann ich eben. Ach, das ist ja eher was für Mamis, wo dann den Kindern. Ja, okay. 2 Euro eben. Habe ich zweimal mitgenommen. Und mega schön habe ich das gefunden. Das hätte eigentlich regulär 4 Euro gekostet. War eben auch auf 10 Cent. Alles ist auf 10 Cent. Ich muss jetzt nicht dazu sagen, oder? Da war ich richtig stolz, dass ich das noch gefunden habe. Habe ich auch gleich mal mitgenommen. Es waren richtig, richtig schöne Sachen teilweise. Also nicht nur Ramsch, wie es ja oft in diesen Kisten ist. Es waren echt schöne Sachen. So nochmal so Notizbüchle für 2 Euro. Nochmal so eine Glitzerfolie, hätte nur mal 1,50 Euro, aber jetzt in Gold gekostet. Ein paar Hausschuhe, aber da habe ich nicht rausgefunden, welche Größe. Und dachte mir, ach, wenn es für die Gäste ist. Ich habe 2 Freundinnen, die haben Babyfüße, die haben wirklich Größe 35. Ich habe keine Babyfüße, ich habe Größe 38. Ich glaube, ich habe Standard, aber 35 für eine Frau ist schon extrem klein. Und sind meine Hausschuhe immer zu groß. Und dachte mir, es könnte ja auch eine 35 sein. Ich weiß nicht, meine? Ja, für mich wäre es fast schon ein bisschen zu klein. Also perfekt für meinen Besuch. 10 Cent, das willst du machen, ne? Nochmal so Kreide. Da habe ich eigentlich, bei Kreide, da habe ich alles mitgenommen, was es gab, weil ich mir dachte, das brauche ich halt einfach. Ja, also viel war jetzt auch nicht dabei. So eine Girlande zum Feiern für 1,25 Euro hätte, nicht, so viel habe ich nicht gezeigt, 1,25 Euro hätte das regulär gekostet. Ja, Bastelsachen, ne? Solche Kühe-Dinger da, was weiß ich, regulär 1 Euro. Ach, Kuhsticker. Würdet ihr sowas für den Euro kaufen? Niemals. Niemals, da wäre ich mir zu geizig für den Euro. 2 Euro und da ist so eine 7, die leuchtet dann, so eine LED-7. Und meine Große wird ja im Oktober 7, also dachte ich mir, perfekt, nimmst du gleich mal mit. Für den Geburtstagskuchen, so Haftnotizen, finde ich, braucht man auch irgendwie immer. Hätte regulär 1 Euro gekostet. Diese süßen Osterhäschen hätten regulär, die sind aus Holz, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. 1,50 Euro hätten die regulär gekostet. Muffinsförmchen hätten regulär, also sind so Sterne drauf, total neutral, finde ich, hätten regulär 1 Euro gekostet. So, da kamen noch mehr Muffinförmchen, hätten regulär 1 Euro. Dann so ein Zauberwürfel, kennt ihr bestimmt alle, normal sind die ja bunt, aber der ist mit so Emojis. Also, ich habe gleich 2 mitgenommen, wobei ich mir ganz sicher bin, die Kleine kann es nicht. Aber wenn die Große dann spielen will und es versuchen will, dann nimmt sie nur das, die Kleine der Großen weg und sagt mir, ach, so viel Streit und nee, nimmst du gleich 2 mit. Solche Sachen liegen zum Beispiel unten in der Kiste, gleich so kleine Spielsachen. Und wenn die irgendwas mega toll gemacht haben oder ich mega stolz auf die bin oder was, keine Ahnung, dann komme ich manchmal mit so einer Überraschung. Oder wenn denen einfach pups langweilig ist und die schon nicht mehr wissen, was sie machen sollen, dann komme ich immer mit meiner Überraschungskiste an und dann hole ich halt immer irgendwas raus und freuen sich immer mega. Also so ganz so einfach so, dass ich ihnen das jetzt alles so hinschmeiß, ist bei uns nicht, weil ich finde, das ist, dann denken die, okay, ich krieg sowieso immer was. Also ist bei uns irgendwie so, ja, Belohnungssystem, ne? So ein Tee-Ei, da musste ich echt im Laden durchlesen, was das überhaupt ist, aber ich fand das irgendwie praktisch, habe ich nicht, für 1,50 Euro. Aber ich habe losen Tee da, aber so ein Tee-Ei habe ich nicht, ne? Also, dann für die Stifte bei meiner Tochter, das fand ich auch voll schön, das ist jetzt auch so Plexiglas, hätte regulär 3 Euro gekostet, dachte mir, da kann sie ihre Stifte dann so ordentlich reinsortieren. Dann ist einfach praktisch Glitzerkleber, die lieben basteln, ne? Also hätte regulär 1 Euro gekostet. Nochmal so Kerzen, da steht mit bunter Flamme, da war ich so neugierig. Also so Kerzen habe ich ja schon mal relativ günstig bekommen, habe ich auch ein paar im Keller noch, so Geburtstagskerzen, aber mit bunter Flamme, das hat mich neugierig gemacht, hätte regulär 1 Euro gekostet. Noch mehr Muffinsförmchen, regulär 1 Euro. Dann haben wir hier noch einen Füller, der hätte regulär 3 Euro gekostet. Ja, ich wollte eh schon lange mal wieder mit Füller schreiben. Ich finde, da ist es dann die Schrift so mega schön. Ich habe gleich mal 3 Stück mitgenommen. Ja. Also noch. Ich weiß nicht, ob meine Große schon mit Füller schreiben kann. Ich glaube nicht. Natürlich für die Schule kriegt sie einen anständigen. Nicht hier so von Teddy einen Füller. Aber normal 3 Euro und jetzt nur 10 Cent. Ich konnte nicht vorbeilaufen, Leute. Nochmal Muffinförmchen für 10 Cent. Dann haben wir hier nochmal eine Mütze. Diesmal in Grau. Oh, das ist eine Kindermütze. Ah, passt mir auch. Hätte regulär 3 Euro gekostet. Dann haben wir wieder ganz viel so Sticker. Ach, das sind Sticker. So Stoffsticker. Hätten regulär 1 Euro gekostet mit Karotten und Häschen.
Zauberfolie für Ostereier. Das fand ich irgendwie auch mega interessant. Hätte nur 1 Euro gekostet. Regulär 1 Euro. So 4 Magnetlesedinger. Ich dachte mir, wenn jetzt nächstes Jahr meine Tochter, also dieses Jahr kommt sie in die Schule, ja, wenn sie da vielleicht lesen anfangen, dann kann sie das in ihrem Buch so, solche, ihr wisst schon, so Einhörner, damit weiß, welche Seite man war. Finde ich auch praktisch. Regulär eben 1 Euro. Oh Gott, die sind lange noch nicht durch, es stehen noch ein paar Tüten. Also habt ihr noch Zeit, oder? Ich bin zu langsam. Ostereier-Bastelset, regulär 2,50 Euro. Ja, es sind halt auch voll coole Sachen drin, ne? Ich freue mich schon richtig auf Ostern. 2,50 Euro, das ist nochmal das Gleiche. Also ich gucke dann immer, dass ich auch mehrere, dass es immer mindestens 2-mal vorhanden ist. Die Zauberfolie fand ich eben mega interessant, deswegen habe ich sie auch nochmal mitgenommen für 1 Euro. Dann, wo ich mich mega gefreut habe, war das, diese Zauberhandtücher. Kennt ihr bestimmt. Die legt man ins Wasser und dann gehen die auf. Und davon habe ich ganze 10 Stück gefunden. Die kosten nämlich regulär 1,50 Euro oder manchmal auch 1 Euro. Und da hast du halt Handtücher, Waschlappen, mit denen wir jeden Morgen unser Gesicht waschen. Und da sind wahrscheinlich solche Hasen oder sowas drauf. Aber jetzt sieht man gar nicht, was drauf ist. Aber ich habe mich voll gefreut. Also voll gefreut sogar. Nochmal Muffinsförmchen. Nochmal solche Ostereier 1,50 Euro. Ostereier 1,50 Euro. Also Zauberhandtücher sozusagen. Meine kleine Tochter wird 4 nächstes Jahr. Dachte ich mir, perfekt. Da haben wir schon mal eine spritzende 4, also mit Feuerwerk und so. Ganz normale solche Standardumschläge, regulär 1 Euro. Ganz viele Servietten waren auch runtergesetzt. Also halt auf 10 Cent. Es war alles auf 10 Cent. Ich weiß nicht, aber das steht, was hätten die gekostet? 1 Euro? Nee. Was hätten die gekostet? Was steht denn hier? Deutsch. 55 Cent. Nee, 1 Euro. Entschuldigung. 1 Euro hätten die normal gekostet. Was haben wir hier? Ganz viele süße Aufkleber habe ich. Ja, Aufkleber gehen immer bei Kindern. Dann habe ich so eine Folienballon. Der hätte regulär 2 Euro gekostet. Da steht dann drauf, Time to Party. Also wenn wir eine Party feiern, dann können wir das irgendwie vorne vielleicht an der Tür, dass jeder weiß, hier ist eine Party. Habe ich 2-mal mitgenommen, war aber noch öfters da. Habe ich da 2-mal reich. Das fand ich auch voll süß. Habe ich mitgenommen für 2 Euro. Ein bisschen Deko. Sticker, regulär 1,50 Euro. Dann so eine Mappe, die hätte regulär 1,25 Euro gekostet, wo man halt dann einfach Sachen abheften kann. Gerade die Kinder, ihre Malsachen oder so, macht die Große immer. Die hat da schon ein paar Ordner. Also kann man immer gebrauchen. Wie gesagt, die Eier, wo 1,50 Euro, Eier, also die Zauberhandtücher. So, dann haben wir wieder eins leer. Dann machen wir mal hier weiter. Das sieht ja aus wie im Schlachtfeld. 1 Euro diese Plastikeier. Styropor-Eier, auch 1 Euro. Styropor-Eier, 1 Euro. Davon habe ich ein paar mehr mitgenommen, weil ich mir dachte, basteln macht immer Spaß. Vielleicht wollen die Uris oder Mama oder so auch mit den Kindern basteln. Dann können die auch ein paar Eier haben, bei sich dann aufhängen. Oder die basteln für die Uris und die Oma Eier. Ach, was weiß ich. Geht immer. Nochmal so ein 1, 2, 3, 4, 5 solche eckigen Dosen, wo ich schon euch gesagt habe, die sind doch ganz praktisch zum Aufbewahren von kleinem Spielzeug. Regulär 2 Euro. Und dann nochmal die Tüte hier hinter mir. Oh Gott, und hinter mir steht nochmal eine Tüte. Leute, läuft bei euch, oder? Das wird das längste Video ever. Sticker, jeweils 1 Euro. Ich mache ja schon hin. Ne? So Porzellandinger zum Ausmalen für 5 Euro. Für 5. Also ich sage immer für 5 Euro, aber ihr wisst ja Bescheid, jetzt langsam ist alles nur 10 Cent gekostet. Davon habe ich natürlich auch mehrere mitgenommen, weil die unwahrscheinlich gerne solche Figuren anmalen. Also kann man das dann so ausmalen, ne? Wie hier hinten, das sind Farben und Pinsel. Und ach, das macht doch den Kindern Spaß, da kann man da auch mal ein bisschen mehr. Da sind übrigens die 2 Kassenzettel, also in 2 Teddys war ich. Oh, was ist denn süß? Der hätte regulär 2 Euro gekostet, aber den stelle ich mir gleich dahin. Könnt ihr mir noch auch so aufstellen, ne? Dann sind so Bastelholzdinger für 1 Euro. Ganz viele. Bin ich einfach praktisch. Ach, ich habe noch mehr so ein Vogelding. Ich dachte, ich habe nur einmal mit. Noch mehr so ein Vogelteil. Für regulär 3 Euro. Ha, da können sich 2 Vögel freuen. Naja, als ob ein Vogel alles auf ist. So ein Häschen. Regulär. Keine Ahnung, steht, kann ich nicht lesen. Wahrscheinlich auch wieder 2 Euro oder so. 1,50 Euro für das süße Schäfchen. Sehr süß, gell? Handschuhe und Mützen und sowas waren auch jede Menge reduziert. Jeweils hätte die 1 Euro gekostet.
Dann noch mehr so Holzdinger, so ihr wisst schon, für den Euro zum Basteln. Ich sag ja, das kommt jetzt alles in eine Bastelkiste. Noch mehr so Holzdinger. Wieso blinken das jetzt? Ach so, weil ich so viel Ding zusammen habe, deswegen blinkt das wie irre. Dass ich schon 24 Minuten euch meine Schnäppchen zeige. Nochmal eine Mütze, ist ja auch schön, gell? Ich mag solche, also, ja gut, bei mir muss man das, glaube ich, die Mützen muss man eher so anziehen, dass das irgendwie ordentlich ausschaut. Ja, auch 3 Euro. Naja, stehen mir Mützen? Auf jeden Fall nicht die Farbe rosa, ich hasse rosa. Nochmal so ein Ding für 5 Euro. Und nochmal so ein Ding für 5 Euro. 4 Stück habe ich von diesen Porzellandingern mitgenommen. Also für 2 Jahre Ostern. Für nächstes Jahr. Sind das so blöd jetzt von der Farbe her? Das ist dieses orangene Ding. Ein paar Socken reguliert für 3 Euro. Und jetzt nur noch 10 Cent. Also mein Mann kann sich freuen. Auch für ihn ist was mitgekommen. Und er schimpft mich immer so wegen meinen Schnäppchen. Ein mega kuscheliger Schal. Ne? So. Für den Winter. Hätte regulär 3 Euro gekostet. Dann nochmal so ein paar Handschuhe, die hätten regulär 3 Euro gekostet. Ja, mit so einem Eisbären, die mögen eh meistens lieber diese Handschuhe. Das ist eher für die kleinere, von der Größe her, denke ich. Für einen Euro noch ein paar rote Handschuhe. Und die hätten nochmal auch einen Euro gekostet. Die haben jetzt so, keine Ahnung, Handschuhe halt. Handschuhe geht eh immer verloren, die braucht man immer. Nochmal ein paar Socken für 3 Euro regulär. Das fand ich auch mega süß. Das hat den 1,50 Euro gekostet für die Tür. Zum Aufhängen, also von sowas war ganz, ganz viel noch da. Aber sowas kaufe ich halt dann nicht immer in Massen, weil was will ich damit so viel? Und, da weiß ich nicht. Dann haben wir hier, was ist das? Regulär hätte es 1 Euro gekostet. Weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Ich weiß nicht mal, was das ist. Grußkarte mit Schokoladenherz. Ich glaube, das ist aus Versehen mitgekommen. Das war mir nicht bewusst, dass das in meinem Anschluss war. Okay, aber die arme Kassiererin, die wollte nicht wissen, wie lange die gebraucht hat. Adventures, so ein Buch, so ein, keine Ahnung, hätte regulär 2 Euro gekostet, also so ein Notizbuch. Ganz viele ABC-Sticker hätten regulär 1 Euro gekostet. Ich lege mal die Sticker jetzt daher. Ein Sticker-Album finde ich auch cool, weil da kann man die Sticker reinkleben und wieder wegkleben. Das macht ja meine kleine Tochter so gerne gerade. Die beklebt wahnsinnig gern und will es dann aber wieder abmachen. Und das geht ja bei den meisten Sachen nicht und bei dem Sticker-Album geht das schon. Deswegen gleich nochmal ein Sticker-Album. Sticker-Album hätten regulär 1 Euro gekostet. Dann einmal Mickey Mouse. Hier weiß ich leider nicht, was es regulär gekostet hat. Es wurde nur mal auf 1 Euro reduziert. Das ist einfach so ein Notizbuch. Diese Ausmalmasken jeweils für 2 Euro. Diese Ausmalmasken. Ausmalmasken. Da hinten steht noch eine Tüte. Gut, wir holen mal erstmal die. Und dann hinter mir steht noch eine. Gell, Leute, ihr wisst Bescheid. Solche Eier, die hätten 2 Euro. Die hätten 1 Euro gekostet. 1 Euro, 1 Euro, ich habe ein paar mehr mitgenommen. Den kann man irgendwie süß bemalen, dachte ich. Dann kann die Große den, keine Ahnung, den gab es aber leider nur einmal. Karotte orange anmalen, den Hasen schön anmalen. Dann kann man es schön als Deko aufstellen und ist sie voll stolz, weil sie das angemalt hat. Oder auch die Kleine, oder halt zusammen. 1 Euro, 2 Euro, 2 Euro. Also Eier habe ich jetzt genug, aber ohne Witz. Ich war mir jedes Jahr zu geizig und ich hatte immer Pech. Wenn die reduziert haben, dann war ich nie da im Teddy. Also ich hatte noch nie das Glück, Osterdeko günstig zu kaufen. Und ich bin mir halt ein Mensch, ich bin mir zu geizig, sowas für 2 Euro zu kaufen. Solche Plastikeier. Nee, die gehen ja irgendwann kaputt, verloren und dann war es das mit denen. Und jetzt habe ich einen Vorrat für die nächsten Ostern auf jeden Fall, wenn sie dann mal verloren gehen. Also 2 Euro, ganz viele Sticker, die haben alle jeweils 1 Euro gekostet. Also voll süße Sticker auch. Dann so 2er Geschenktüten-Set, also wenn ich mal was verschenke, finde ich die Tüte auch voll süß. Hätte regulär 1,50 Euro gekostet, davon habe ich auch ein paar mehr mitgenommen. 4 Stück, um genau zu sein. So Styropor-Häschen, die hätten regulär 1 Euro gekostet, die kann man, was sieht man das überhaupt? Ich weiß nicht. Die kann man regulär auch anmalen, ja. Regulär auch anmalen. Ihr wisst schon, ich kann schon langsam nicht mehr. 2 Euro für die Ostereier, Plastikeier. Aber ich muss euch sagen, mir machen solche Häuser wahnsinnig Spaß, weil ich dann nochmal selber sehe, was denn eigentlich alles mitgekommen ist. Und dann liegt hier alles und dann habe ich nämlich Zeit, das alles zu sortieren. Also ich mag das eigentlich voll gerne. Ich brauche halt dazu immer nur Zeit. Ja, Eierschablonen, ne, zum Malen. Und dann sind sogar Stifte dabei. Davon kommen auch 3 Stück mit. Die hätten regulär 1,50 Euro gekostet. Wir sind auf jeden Fall nächstes Ostern gewappnet und es wird so richtig cool, glaube ich. Dann haben wir hier ganz oft das Gleiche. Das sind solche
viermal solche Masken, Osterhasenmasken, hätten regulär 1,50 Euro gekostet. Da kann man halt dann auch ausmalen und dann können die Kinder verkleiden sich einfach wahnsinnig gerne, ne? Und wenn das dann noch passend zum Osterthema ist, ganz viele süße Sticker. Also Sticker ohne Ende gibt es. Regulär kosten die alle 1 Euro oder 1,50 Euro sogar. Also ganz, ganz viele Sticker. Ich zeige die euch jetzt nicht alle einzeln im Ding, weil sonst werdet ihr irre mit mir. Konfetti, auch zum Basteln ideal, hat die Nummer 1,50 Euro gekostet. Da hat in jedem Konfetti sogar ein Loch, also könnte sogar eine Kette draus fehlen. Das kommt alles in die Bastelkiste, die wird jetzt mal richtig sortiert. Ist auch von oben hole ich mal die Sachen runter. Noch habe ich so eine Bastelkiste nämlich nicht eingeführt, aber die sind auch, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit haben die so viel gebastelt. Solche Holzklammern für jeweils 10 Cent, ist mein Gott. Regulär hätten die 1,50 Euro gekostet. 2 Euro für diese Ostereier. Noch mehr Konfetti. Ja, zum Aufkleben, zum Draufpappen. Hätten 1 Euro nochmal gekostet. Osterklammern. Also wenn du eine schöne Karte hast oder sowas. Und ach, jetzt ist meine Kamera einfach ausgegangen. Sie haben 4 GB überschritten. Reicht. Lisa reicht. Ja, was habe ich? Ich habe nur noch irgendwas von den Klammern geredet, dass die halt mega praktisch sind. Und dann nochmal Konfetti für 1,50 Euro. Alter, meine Kamera macht nicht mehr mit, weil ich hier so viel rede. diese Dinger für 1,50 Euro, diese Klammern, Konfetti für 1 Euro. Noch mehr Klammern. Ist doch süß, oder? Ich konnte nicht dran vorbeilaufen. Also. 1,50 Euro, so Klammern haben wir genug. Da hinten. Dann haben wir noch so Vorhangstangen. Hoppala. 2 Stück habe ich da mitgenommen. Einen war noch original sogar verpackt, soweit es original verpackt sein kann. Kosten regulär 2 Euro und mir ging hier irgendwie auch ständig kaputt, vor allem da an der Terrassentür. Und da dachte ich mir, praktisch, vor allem die sind ja variabel von der Größe, verschiebbar, ne? Also sowas braucht man halt auch immer im Haus. Und hätten regulär 2 Euro und für 10 Cent kannst du sie schon mal mitnehmen. So, dann haben wir noch hier einmal Ostern mit einem Hasen drauf. Für 3 Euro hätten die nochmal gekostet regulär. Nochmal Eier. Also eine Eierschlacht kann ich heute machen. So, und dann die letzte Tüte. Leute, ihr habt es bald geschafft. Ja, Wahnsinn! Wer noch dran ist, wer jetzt noch dran ist, der muss unbedingt in die Kommentare einfach nur ein Smiley, euren Lieblings-Smiley tun. Das will ich jetzt echt wissen, wer jetzt noch dran ist. Ihr wisst jetzt schon, dass ich euch feiere, der jetzt noch dran ist. 1,50 Euro für solche Osterkörbchen. Ne? Und vor allem, ihr müsst mir dann auf jeden Fall, könnt ihr mir auf Instagram dann ja auch Bescheid geben, ob ihr auch Schnäppchen machen konntet durch mich oder dass durch den Tipp oder wie auch immer. 10 Cent für solche, 1 Euro hätten die regulär gekostet, die Servietten. Dann haben wir noch mehr so Porzellanfiguren zum Ausmalen. Davon habe ich auch mehrere Pakete mitgenommen. Die hätten 4 Euro. Die kann man dann auch aufhängen. 4 Euro. Also 4 Euro, die ist mir nicht gekauft. 2 Euro für einmal Ostern in Grau. Ja. Solche süßen Eier. Fand ich auch irgendwie süß. So Wachteleier. 2 Euro. Ganz viele Klammern. Nochmal Notizblöcke. Die hätten 3 Euro gekostet. Das ist auch süß. 1,50 Euro hätte dieser süße Hase gekostet. So dick stelle ich jetzt hier hin. Dann, was haben wir hier? 2 Euro hätten diese Häschen aus Porzellan gekostet. Das ist jetzt eher so die Dekokiste hier, oder? Oh, ich schaue so mit den Hasen an. Ja, ich habe auch so flauschig. Ich habe mich so in die verliebt. 2 Euro. Würde es mir trotzdem nicht für 2 Euro kaufen, auch wenn ich mich drin verlieben würde. Da bin ich mir halt einfach zu geizig, ne? 2 Euro. Aber 10 Cent, da kann die Lisa nicht vorbeilaufen. Ihr wisst, ich habe sie immer alle in dem Thema und mein Mann schüttelt jedes Mal den Kopf. Aber mein Gott, das macht mir halt Spaß und ich tue damit kein Weh. 1 Euro, diese mit tollen bunten Sprühsternen. Ostereier hätten regulär 2 Euro gekostet. Sie haben auch Ostereier ohne Ende da gehabt, aber die wären wahrscheinlich alle aufgekauft gewesen, wenn die offen hätten. 2 Euro, deswegen mussten die jetzt leider weg. Also Einlegesohlen für den Winter für 10 Euro. Wenn in Euro hätten die regulär hätten die 1 Euro gekostet. Muffinförmchen mit Halloween. 10 Cent und regulär. Was kosten die regulär? Ich glaube 1 Euro. Sieht jetzt nicht drauf, sehe ich nicht, aber ich schätze. Ha, Lisa kann die Preise im Teddy auch schon auswendig. 1 Euro. Nochmal so ein kleiner süßer Hase. 2 Euro. Ist der nicht süß? Ich sehe den gar nicht. Hallo.
Das ist voll süß. Oh Gott, was kommt denn hier noch alles? Wieder ein paar Stickies, hätten jeweils 1 Euro gekostet. Ach, ich freue mich voll für meine Mädels. Die haben jetzt voll viele schöne Sticker. Für den Euro würde ich mir die nicht kaufen. Da wären mir so Sticker viel zu teuer. Was haben wir hier? Ostereier-Bastelset. Ach, da können sie süße Einhörner basteln. Also ganz süß. Ostereier. Sticker. Sticker. Jeweils einen Euro. Ach, was haben wir denn hier noch? Da haben wir hier solche Kükerle. Hätten vorher einen Euro gekostet. So kleine Biberle. Nochmal so Holzdinger für 1 Euro hätten die regulär gekostet. Das hätte regulär 2 Euro gekostet, 1 Euro gekostet. Das sind wieder diese Holzdinger. Das sind die Ostereier. Fand ich auch voll süß, solche Schachtele. Ich habe für jeweils jedes Kind einmal gekauft. Ich finde, ich weiß nicht, ich mag halt Hasen voll gerne. Also das ist für mich jetzt nicht nur Ostern. Die stelle ich auch in die Kinderzimmer. Und dann können sie ihre, keine Ahnung, ihren Schatz reintun. Ist doch süß. Regulär 1 Euro. Ich finde es süß. Noch mehr so Bastelkonfetti, also so Zauberding, hätte regulär 1,50 Euro gekostet. Nochmal solche Hasis, die kann man ja dann einfach aufkleben. Ach, sind das voll süß. Hasen gehen immer, geht nicht nur zu Ostern. 2 Euro für dieses Ding hier. 1 Euro für Muffinförmchen. Dann habe ich Ostereier-Mahlmaschine auch zweimal mitgenommen. Hätte regulär 1,50 Euro gekostet. Hatten wir dieses Jahr eine nur da und hat super funktioniert. Und ja, deswegen habe ich sie auf jeden Fall nochmal mitgenommen. Aber was haben wir hier? Dann haben wir nochmal, das hatten wir heute glaube ich schon mal, für 1,25 Euro. Also wieder diese Mappe zum Aufklappen. Dann haben wir Paperboxes, also so ja, zum Basteln wieder mit Wackelaugen und keine Ahnung, schieß mich tot. Regulär hätte es 5 Euro gekostet. Kann man halt so süße Hasen basteln. Zweimal. Natürlich. Wie denn auch anders. Da haben wir nämlich noch eine. Der andere Haarreifen war süßer, aber ich habe wenigstens noch einen. So. Dass sie sich nicht streiten. Das sieht doof aus. Wieso ist denn das so rum? Muss so rum. Naja, ist ja wurscht. Auf dem fünften Haarreif. Hätte regulär mal 2 Euro gekostet. Einlegesohlen. Hätte regulär 1 Euro gekostet. Nochmal so ein Stickerbuch. 1 Euro hätten die gekostet. Oh, Stickerbücher habe ich jetzt ein paar mitgenommen, merke ich gerade. Gut, aber Stickerbücher, aber wir haben ja auch jede Menge Sticker für den Euro. Also jede Menge, so Schmetterlinge, ups, für den Euro. Ganz viele Buchstaben, weil meine Tochter kommt einfach dieses Jahr in die Schule und ich glaube, es macht Spaß, wenn man die Buchstaben dann auch sucht und irgendwo aufklebt. Deswegen ist es einfach das Alphabet überall. Schmetterlinge, ja. Bastelsachen halt. Bastelsachen, ja. Also an Buchstaben habe ich echt nicht gespart, aber ich habe da echt an meine Tochter gedacht. Ist halt super, macht Spaß beim Aufkleben und dann kann sie halt sämtliche Namen machen. Braucht man ja dann auch ein paar mehr, dass man mehrere machen kann. Solche Eier. 1 Euro halt die ganzen Sticker meistens. 1 Euro für die Einlegesohle. Was haben wir hier noch? So ein Maskenset hätte regulär 2,55 Euro gekostet mit so ein bisschen Schminke. Das werde ich den Mädels auch geben, die Schminke. Die schminken sich wahnsinnig gern. Hat meine Tochter hat schon öfters gefragt, ob wenn ich irgendwie Schminke kaufen kann. Ich glaube, die sind halt ganz gut, dann kann sie sich selber schminken. Und dann ist halt noch so eine Einhornmaske dabei. Habe ich 3-mal mitgenommen. 4-mal, okay. So, was haben wir noch hier? Ja, solche Schaumstoffsticker eben jeweils für den Euro. Schaumstoffsticker. Mir geht die Spucke aus. Schaumstoffsticker. Nochmal solche Bastelkonfetti. Können die mit Kleber ihren eigenen Glitzerkleber machen. Und nochmal so. Wie nennt sich das jetzt nochmal? Sticker. Für den Euro. Genau. Und dann, Leute, dann haben wir es schon geschafft. Und. Ich habe ausgegeben in dem einen Teddy. Steht da leider nicht, dann was regulär. Ich rechne euch das aber aus. Ich mache mir die Mühe und rechne es aus, was es eigentlich gekostet hat. Das, entweder blende ich es euch hier ein oder es steht schon voll fett auf dem Titelbild, weil es wahrscheinlich wieder so eine geile Summe ist, dass ich ja, ey, hab gespart. In dem einen Teddy, wo ich dann das zweite Mal drin war, da habe ich 7,50 Euro ausgegeben. Und in dem ersten Vollgas, da kommt. Leute, schaut mal. Damit kann ich eine neue Kassenrolle eröffnen. Da habe ich ausgegeben 23 und 10 Cent. Also insgesamt 30 Euro
für so viele Sachen. Ich bin gespannt, was es regulär gekostet hätte, wenn ich es alles zum regulären Preis gekauft hätte. Bin ich echt mega, mega gespannt. Ich hoffe, euch hat der Haul gefallen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gequatscht. Und ich hoffe, es war jetzt auch nicht, dass es irgendwie sich die ganze Zeit mit einer... Nee, alles gut. Ja, über einen Daumen würde ich mich riesig freuen. Und über ein kostenloses Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und folgt mir doch auf Instagram, weil da bin ich ein bisschen schneller immer. Und da kann ich immer in der Story sagen, Leute, fahrt zu Teddy! Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt auch Schnäppchen gemacht. Berichtet mir auf jeden Fall. Und ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Ciao! Im Übrigen, wer räumt das jetzt hier bitte auf? Jetzt ist der Haul vorbei und jetzt... Oh mein Gott! Jetzt wird erstmal sortiert. I guess I should have run out after you. I should have cried. I do not feel like I've been torn apart, and I don't know why. We wrote a story where we knew the end, but you ripped it out. Catch a plane.